So, weiter geht's mit Ghostwire Tokyo. Da habe ich 92% der Geister schon eingesammelt. Ich folge mal eben die Nebenquests, damit wir ein bisschen was erleben. Ach ja. Übrigens sehr gute Leistung, dass dass durch Schnellreise Kartenmarkierungen deaktiviert werden, die man vorher gemacht hat. Ja, nimm das, Schulmädchen, Report. Ich habe bei Henning bedankt für das Prime-Sub. Aber er hat nicht gesagt, gerne. Ich muss jetzt anfangen, wieder Leute zu erziehen. Für kulturelle Steigerung. Wisst ihr, dass das Gebäude vor einiger Zeit umgebaut wurde? Alles ist jetzt oberirdisch. Die Sache ist nur, es hat mal einen Keller gegeben. Vor dem Umbau. Richtig. Das ist ein ziemlich bekannter Mythos in der Gegend. Da soll eine in Rot gekleidete Monsterfrau gewesen sein oder sowas. Ja. Und es heißt, es gibt immer noch eine Treppe, die in den Keller führt. Man muss nachts alleine durch das Gebäude gehen. Dann findet man eine Treppe, die normalerweise nicht da ist. Das Ding ist nur, niemand, der da runterging, kam je zurück. Ich weiß, wovon ich rede. Mein Freund ging danach suchen und kam nie wieder raus. Vielleicht sollten wir uns das mal ansehen. Echt jetzt? Es ist doch nur ein Mythos. Ansammlung menschlicher Gefühle sind die Quelle der Verderbnis. Wenn ein Mythos so bekannt ist, ist er auch mit starken Emotionen aufgeladen. Lässt man sie zu lange gären, kann dabei nichts Gutes rauskommen. Was ist los? Warum zuckst du im Moment so? Das muss ja wohl auf der Baustelle sein. Oder meint er meint ein anderes Gebäude da oben. Und danke, Henning, dass du noch gerne geschrieben hast. Falls ich das jetzt vergessen habe zu sagen. Nein, das ist mein erstes Glas Wein. Ich weiß, ganz schlimmer Moment. Hallo, Shadow. Wie der Geist sagte, such nach einer Treppe. Warte. Ich spüre ihn. Was macht das Yokai hier? Den Weg versperren. Deshalb war der Eingang verboten. Untergrundbewohner vor allem. Maulwurfsmensch. Und jetzt zu unserer Frau in Rot. Kann nicht behaupten, dass ich mich darauf freue. War das eine Frau? Was zur Hölle? Tja, jetzt geht's wohl nur noch vorwärts. Du und dein ungetrübter Optimismus. Die Frau in Rot hat hier unten das Sagen.
Wenn ihr sie erledigt, können wir alle vielleicht... Wisst ihr, warum ihre Klamotten rot sind? Sie sind gefärbt mit dem Blut ihrer Opfer. Toll. Die Frau in Rot, sie wird mich töten. Schnell, verstecken wir uns. Ist das eine Einladung? Möglich. Such weiter. Sie könnte uns beobachten. Toll. Ich hätte nicht gedacht, dass es wahr ist. Kein Wunder, dass nie jemand von hier zurückgekehrt ist. Boah. Ganz entspannt. Datenbank wurde aktualisiert. Blutrote Kushizake. Eine Kushizake, die ihr grauenhaftendes Antlitz offen zeigt und die Maske, die sie einst verbarg, abgelegt hat. Sie jagt ihre Beute mit gnadenloser Beharrlichkeit und hat stets nur eines im Sinn, ihr nächstes Opfer. Besucher, die aus Verzweiflung als Menschen entstehen. Ich glaube, sonst hatte ich alle durch. Gute Arbeit. Jetzt können ihre Opfer endlich ruhen. Anscheinend ist der ganze Keller mit ihr verschwunden. Wusste ich's doch. Der Mythos hat den Ort erschaffen. Das ist möglich? Ja, schlimme Gerüchte ziehen oft negative Energie an. Ein Wimpernschlag und es wird zu Verderbnis. Quasi Klatsch und Tratsch, der sich selbstständig macht. Ja. Wenn du daran glaubst, wird's auch passieren. Ich bin frei. Und das nur, weil ihr wusstet, was zu tun war. Jetzt können die, deren Blut sie vergossen hat, in Frieden ruhen. Ich habe gern geholfen. Die Haltestelle im Nichts. Und ja, ich hätte sie mentales mal betäuben können auch. Ach, mal wieder beten gehen. Ich gehe auch ohne dich dorthin. Erika, warte! Also, ich folge ihr. Ihr beide verschwindet aus Shibuya. Ja, das kenne ich. Ab heute probiere ich eine Diktiersoftware aus, die einer meiner Kollegen programmiert hat. Ich denke, er hatte Mitleid mit mir, da ich ja mit meinen Händen nicht wirklich schreiben kann. Er sagt so etwas nie direkt, aber er muss von dem Unfall erfahren haben. Jedenfalls werde ich es wie eine Art Tagebuch nutzen. Meine Tochter hat heute Morgen gefragt, ob sie eine Katze haben darf. Bestimmt hat sie ihre Mutter schon gefragt. Wenn ich zu Hause bin, müssen wir darüber reden. Ein Haustier wäre eine gute Gelegenheit für sie, Verantwortung zu übernehmen. Das Problem mit Haustieren ist, dass sie meistens vor ihren Besitzern sterben. Ich weiß nicht, ob sie das verstehen würde. Und ich weiß auch nicht, ob sie sich ordentlich darum kümmern würde. Denn wenn sie das Interesse verliert, bleibt es an mir hängen. Meine Laune. Oh, es bleibt leider nicht
am Laufen. Also das, was man abspielen kann. Da wünschen wir sich Zeiten von Doom 3 zurück, wo man im Inventar was angefangen hat abzuspielen und dann konnte, also, und das lief halt weiter, wenn man dann zum Spiel zurückgegangen ist. War auch total sinnvoll damals. Haben sie hier versäumt. Man wird nicht immer im Menü hocken und dann da darauf warten, dass das abgespielt wird. Bisschen zu kurz. Ah ne, das war der unterirdisch. Der Schrein, der unterirdisch war. Was gut versteckt war. Na, wie komme ich? Das hohe Dach. Weil kann ja sein, dass das von hier aus reicht. Ups. Ja, dort, das sollte reichen.
nur von hier aus eine Etage höher kommen. Was das schon? Ja. Da ist der Rucksack. Was ist das? Ein Kinderrucksack. Der Eastpack von Japan. So, da kam ich ja nicht vernünftig hin. Dann gehen wir mal zur Haltestelle im Nichts. Wir müssen noch mehr von ihnen retten. Was aus mir auch auffällt, da ich die Informationen ausgeblendet habe, sehe ich auch nicht mehr, wie viele Geister ich eingesammelt habe. Beziehungsweise wie viele von meinen Papierfliegern voll sind. Der da unten sieht auch neu aus. Ah ne, ist einer mit einem kaputten Schirm und da ist einer von diesen Klöpper-Typen. Das ist nämlich genau das Problem wie bei Assassin's Creed. So manche Informationen willst du eingeblendet haben, andere nicht. Aber es gibt keinen guten Mittelweg. Weil die Sachen einfach, also viel zu viele Sachen werden halt zusammengefasst in eine Information, die du an- und ausschalten kannst. Gar nicht hier. Geh weg. Du hast den Dreh raus. Also ich habe beschlossen, dass ich das Kampfsystem eigentlich mag. Langsam glaube ich an den Gerüchten über die U-Bahn könnte... Es heißt, wenn man der einzige Fahrgast in der U-Bahn ist, bringt sie einen zu einer Station, die nicht existiert. Boah. Ich dachte, das wäre nur ein Mythos. Falsch gedacht. Es ist wahr.
Mein Kumpel und ich waren zusammen in der U-Bahn. Er war der letzte im Zug, nachdem ich ausgestiegen bin. Und er kam nie zu Hause an. Es lässt mich nicht los. Was ist bloß mit ihm passiert? Eine Station, die nicht existieren sollte. Interessant. Sollten wir uns ansehen. Gehen wir zur U-Bahn. Ja, die haben echt alle Arten von kleinen Horrorgeschichten zusammengefasst. Zur Arbeit. Sie sind auf der Arbeit. Verdammt! Das ist das Buschding, um mich zu verstecken. Gut, nur noch ein Fahrgast übrig. Ich bin nicht sicher, ob das so funktioniert. Achtung, alle einsteigen. Oh Mann, ey. So weit sind wir schon mal gekommen. Dann schauen wir mal. Ich frag mich, ob wir als eine Person zählen. Ich bin hier nur die Reiseleitung. Oder das Kleinkind, das kostenlos mitfährt. Sag das nochmal. Was? Na, das sieht ja nach Spaß aus. Wir stehen. Steigen wir aus. Richtig. Das ist aber keine normale U-Bahn-Station. Apfelsenden, ich komme nicht raus. Was ist das hier für ein Bahnhof? Apfelsenden. Wo sind unsere kosmischen Brüder? Ich brauche euch, um diesen Code zu knacken. Apfelsenden. Hey, es tut mir leid, ich werde nicht zum Abend in Sau sein. Bin an der falschen Haltestelle ausgestiegen. Also weiß ich nicht, wann ich wieder zurückkomme. Falls hier überhaupt mal ein Bus kommt. Ich warte jetzt schon seit 2 Stunden. Ist wohl Zeit, ein Taxi zu rufen. Ich halte dich auf dem Laufenden. Verderbnis. Hier haben sich starke Emotionen angesammelt. Wir müssen sie läutern. Kommst du einfach so...
Ach, da oben ist eine von diesen Seelenfängern. Alles gut. Hey, wir kriegen das wieder hin. Ihr müsst schnell weg. Es wird euch töten. Irgendetwas ist in der Nähe. Wenn ihr nicht gegen das Monster unternehmt, kommt ihr hier nie wieder raus. Und wo ist das Monster? Hier, in der Station. Oh mein Gott, zwei Hammertypen. Wieder. Was ist denn heute los? Ich war schon wieder am Busch dran. Fährt der Zug weiter? Kann mir niemand helfen? Ihr müsst das Monster loswerden. Es wird euch töten. Der Zug, das Monster? Oh nee. Deshalb sitzen die hier alle fest. Die ganze Station dürfte nicht existieren. Kann mir niemand helfen?
Gibt es keine menschliche nur Menschen mehr, nur noch Geister? Ja, es gibt nur noch Geister. Alle Menschen sind weg. Scheint, als ob alle, die dort festsaßen, jetzt weiterziehen können. Das alles wäre ohne euch beide nicht möglich gewesen. Danke. Ich bin tot, aber wenigstens bin ich da rausgekommen. Könnte schlimmer sein. Game ist fette 10, Junge! Vielen Dank! Ein Erwachsener ohne Rückfahrt. Nichts zu meckern. Nächstes Mal steige ich woanders aus. Klingt nach einem miesen B-Movie aus den 80ern. Hey, das sind Klassiker. Du hast nur keinen Geschmack. Ich muss echt dran denken, ein Video zu machen. Also, dass ich das einfach verlinke, wenn Leute fragen, wie ist das Spiel so, nachdem man das ein paar Stunden gespielt hat. Prozent aller Geister befreit. Bist du ein Zauberer? Ja, ich kann Münzen verschwinden lassen. Ah, sehr schön. So kann der auch Schilde und Schirme durchschlagen. Gut, an die Arbeit. Ach, Kacke. Das hat mir ja mal einfach gar nichts gebracht. Guten Tag, Knopf. Bim, bim. Das lief gut. Ich habe euch den Weg bereitet. Die Barriere zwischen den Welten ist schwach. Stärke durchbricht einst unerschütterliche Mauern und hilft der Welt, sich neu zu erfinden. Seht, diese große Säule des Lichts bildet das Fundament einer neuen Welt. Ihr wandernden Seelen, kommt ein freudiges Ende. Ein wundersamer Neubeginn. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen verlaufen. Der Eingang. Ah, ah.